So, ihr Tower Defense Spezialisten, willkommen zurück zu Kingdom Rush. Du hast die Hauptstadt gerettet. Unser König hat dich nun beauftragt, einen sicheren Weg durch die Berge zu finden, um bei Valadul Vesnan und seine Armeen zu besiegen. Der erste Schritt auf unserem Weg führt uns zu den Kalthauchminen, die vor Jahren aufgegeben wurden. Und nun die Heimat der Hakra-Strolle sind. Die Unterstützung bei dieser Mission wird uns eine Brigade königlicher Musketiere begleiten. Ich habe das Gefühl, hier könnten Bogenschützen wieder wichtig werden. Ich kaufe mal zumindest die ersten zwei Stufen von denen. Obwohl, nee, will ich eigentlich nicht. Verlernen. Also die Magier will ich voll ausgerüstet haben. Hier sind die zwei Stufen. Und ich nehme das tatsächlich hierfür. Dann nehmen wir nämlich einfach wieder die. So. Dann auf in den Kampf. Musketiere. Scharfschützen. Musketiergarnison. Scharfschützenturm Level 4. Ich hab's befürchtet. Größere Reichweite, sehr hoher Schaden. Okay. Ich will das aber erstmal mit meinen Magiern probieren. And glory like a charm. Might and magic for the king. So. Wer kommt? Einfach erstmal nur Banditen. Okay. Banditen sollten erstmal für Magier keine Probleme darstellen. Und die Jungs, die sie dabei haben, eigentlich auch nicht. Weil auch die sind magieanfällig. Komm, 216. Brauche ich meine Fähigkeit gerade gar nicht benutzen. Ja, der eine ist draufgegangen, aber bis die da unten ankommen... Ist der eh schon wieder heile? Sag ich ja. Okay. 12 Gargoyles. Alles klar. Gargoyles sind wieder ein anderes Kaliber. Ich glaube, da sollte ich lieber noch ein paar Magier als Verstärkung schicken. Aber größere Probleme sind es jetzt nicht. Ups, falsche Taste. Ich wollte eigentlich schon die nächsten Gegner holen. Die hingegen könnten ein... Haben die Säcke gerade abgekürzt? Die Säcke haben abgekürzt. Ich habe meinen Magierturm falsch platziert, den wollte ich da gar nicht. Okay, wir haben oben neue Feinde, aber um die kann ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Scheiße. Bisschen zu spät.
So, was können die denn? Trolle, sehr hoher Schaden, Gesundheitsregeneration, mittleres Tempo. For honor and glory. Freedom. Ich muss sagen, ich finde es sehr gemein, dass die darum abkürzen. Bedeutet, ich muss meine Verteidigung eher unten verstärken als oben. Das ist gemein. Weil darauf war ich nicht so vorbereitet. In der Form. Ich dachte, das sei nur Deko. Might and Magic. Aber gut, macht nichts, wir kriegen das hin. Ich muss die nur zu Paladinen machen. Und so viele von denen so weit wie möglich oben schon abfangen. Was? Winterwolf, listige und tödliche Bestie, die selbst die besten Krieger besiegen. Dann weiß ich, wo ich jetzt mein Feuer zünde. Ja, aber die besten Krieger besiegen sie eigentlich gar nicht. Kommen ja nicht mal bei denen da oben vorbei und die sind noch Stufe 2. Sind noch nur Fußsoldaten. Also da müssen die schon ein bisschen früher aufstehen. So, für 230 kann ich aus denen jetzt die Dings machen. Die halten auf jeden Fall ein bisschen was aus. Bei denen will ich eigentlich noch die AOE-Moves. Dass die mit den Worgen relativ gut fertig werden. Weil dann würde ich mir direkt daneben noch so eine Kaserne hinstellen. Dass die 6 von den Viechern auf einmal aufhalten können. Vielleicht sollte ich mich erstmal um die Jungs kümmern. Aber Wellen dauern hier lange, das ist gut, weil dann macht's nichts, wenn ich meine Fähigkeit schon mal gezündet habe. Die Jungs wieder. Hörte 1000 Feinde. Ich wünschte, dafür würde ich auch Sterne kriegen. Ja, die Jungs interessiert das recht wenig. Feel my wrath.
Von oben kommen dummerweise schon die nächsten. Magier dahin. Bei mir ist das zu nervig mit den Jungs. Meinen die da, ja, die sind nervig, weil die viel Leben haben. Aber abseits von viel Leben können die jetzt nicht ganz so viel. Das ist halt wirklich alles, was die können. Viel Leben haben. Und viel Geld droppen. Das können sie auch. Like a charm. So, ich bin am Überlegen, die nächste Welle schon auszulösen. Weil, seien wir mal ehrlich, bis die irgendwo angekommen sind. Ach, scheiße, das sind die Jungs. Nimm alles zurück. Und die Hälfte rennt mal wieder an allem vorbei. Wie ist eigentlich mit deren Magieresistenz? Geht nur um Mittel dabei. Aber ja, die haben den AOE-Schlag, wenn sie wollen. Doch, aber die Jungs will ich upgraden und die dürfen da mal ein bisschen mithelfen. Aber die Palas sind ja zum Glück stabil. Mache ich aus denen auch noch Paladine. Und dann ist alles gut. Dann haben wir da 6 Paladine stehen. Die im Zweifelsfall auch mit AOE-Magic angreifen können. Gebe ich denen mal noch ein bisschen stärkere Magie. Der da ist noch nicht geupgradet. Ich glaube, dann will ich hier unten mal so einen Todeslaser. Und dann mache ich mir noch einen Magier. Einfach, weil ich es kann. Ja, die kommen jetzt halt in großer Anzahl. Das ist jetzt deren Trick. Aber wenn das alles ist, was sie können, dann ist das ziemlich armselig. Weil das ist nicht viel. Klar, es sind ein paar Gargoyles, die haben eine bedrohliche Anzahl. Aber spätestens, wenn es unten an den Todeslaser geht, ist vorbei damit. So, die oben, die dürfen schon mal nachkommen. Jedes Mal, wenn ich das sage, holen sie uns Borgen.
Oder Winterwölfe. In dem Fall. Aber ich meine, am Todeslaser kommen nicht mal die vorbei. Sagen sich die ersten von denen hin. Da brauche ich, glaube ich, noch ein paar mehr. Komm, mach mal ein paar AOE-Hiebe. Na, spätestens die AOE-Hiebe klären das. Und das war die letzte Welle. Ja, leider nur 2 Sterne. Schade. Ich habe gehofft, den dritten geben sie uns noch. Hätte ich ausgegeben letztes Mal. Erhöht die Versammlungspunktreichweite und reduziert die Ausbildungszeit von Soldaten. Okay, das heißt, die kommen schneller wieder. Aber wenn wir nochmal 2 Sterne kriegen, kriegen wir mehr Soldaten. Und die... Ja, das ist alles gut, das brauchen wir. Weiter. Eiswindpass. Es gibt keinen kälteren Ort in diesen Bergen als Eiswindpass. Aber wir müssen weiter. Unsere Männer wurden tagelang von Hagrasch-Trollen belagert und unsere Speer berichten von feindlichen Truppenbewegungen in unserer Nähe. An diesem Ort könnten wir die Stellung beziehen. Unsere neue Artillerie errichten und Barbarenmetalle bauen, um unsere etwas wilderen Truppenteile bei Laune zu halten. Okay, Barbarenhalle lässt axtschwingende Barbaren erscheinen, die meisten Feinde niedermetzeln. Artillerie, 500 mm dicke Bertha. Größte Kanone im Arsenal, die sehr hohen Flächenschaden verursacht. Aber wahrscheinlich langsam wie Sau ist. So, hier ist unser Ziel, das heißt, egal von wo sie kommen, da müssen sie vorbei. So, haben wir gleich ein paar Magier im Repertoire. Ach, Spinnen! Im ewigen Eis. Eisspinnen. Ist in Ordnung. Mach mal. Ah, die hat eine hohe Magieresine. Kann ja mal gucken, ob die auch noch hohe Feuerball-Resi haben. Bisschen das Geld, um die Soldaten wieder aufzuwerten. Okay, die werden aber mit der einen Spinne relativ gut fertig. Aber gut zu wissen, dass von unten diese Kackspinnen kommen. Bedeutet, unten sollte ich auf jeden Fall vielleicht noch ein paar von den Jungs aufstellen. Für den Anfang lasse ich die jetzt mal oben, weil gerade nur Feinde von oben kommen. Ah,
Aber wenn wieder Feinde von unten kommen, dann auch dort. Und das bedeutet, ich muss die auf einen Grad hochleveln, auf dem die stark genug sind. Hört, dass ich nicht vorspringen kann. Wohl, ist das vorgesprungen? Genauso schnell. Stimmt, ich wollte ja die Magier noch ein bisschen verstärken. Ja, die Jungs von oben sind weniger das Problem. Might and Magic. Ja, da kürzen ein paar ab. Ja, die besiegen sie halt relativ schnell. Die Jungs da sind schon ein bisschen härteres Kaliber. Ach ja, ein paar Gargoyles. Like a charm. Alles ist besser als Spinnen. Okay, jetzt kommen aber wieder welche von unten. Das heißt, die Jungs brauche ich jetzt hier unten. Oder besser da, wo der Magier steht. Oh. Neuer Heinzel. World Champion. Mit furchtbaren Wurfäxten ausgerüstet. Elite-Stammkrieger, die Rüstungen durchdringen. Fernangriffe, Gesundheit, Regeneration, mittleres Tempo. Okay, der kommt aber von oben. For the King. Heißt, unsere mutigen Spinnenvernichter, die dürfen weiterhin unten bleiben. Jetzt kommen sie durch. Freedom! Wir haben aber keine Rüstung. Die sollte ich eigentlich besiegen können. Sollte und... Sollte, müsste, könnte. Reicht halt nicht. In den meisten Fällen. Aber dann nehmen wir halt ein bisschen Schaden, dann ist es halt so, dann kriegen wir halt wahrscheinlich unter 10 nur einen Stern. Muss mir ja auch erstmal ansehen, wer hier wo erscheint, wer wo angreift. Ja, die haben hohe Angriffskosten. Die müssten die Restposten töten.
Ja, die kommen eh nicht weit. I put a spell on you. Die halten nichts aus und die müssen an allem vorbei. Vielleicht kommen doch ein paar weiter. Wir haben AOE. Großaxt werfen. Reichweiteerhöhung. Gefällt mich. Mach tot! Das war alles, bitte! Viel zu viel Spinne. Da kommen die überhaupt nicht hinterher. Nee, dann war's das. Aber auch mit diesem Part. Ihr lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ja, wir probieren das beim nächsten Mal nochmal. Ich würde mich über ein nettes Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.